Hallo Privatpatienten, naives Olivenöl, geröstete Akademikernüsse und danach einen schönen Espresso oder gleich Duo Expressis pro Lavore. Wobei ich mir gestern bei diesem Italiener offenbar eine deftige Magenverstimmung geholt habe. Zu viel rohe Eier, Sandalettenvergiftung. Wäre ich doch lieber zum Pekinesen gegangen. Da kann man so herrlich mümmeln. Gebratene Ente auf dem Scheißbrett. Herrlich. Ui, 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 ui. Ja, ich bin jedenfalls schon den ganzen Tag am Reihen. Doch damit nicht genug. Aber sehen Sie selbst. Was für ein Tag. Er spielte meinen Magen ein böses Spielchen, dann sprang er mir mit dem nackten Arsch ins Gesicht. Mir war kotzübel. In diesem Zustand hörte ich dann eine hysterische Stimme vor der Praxistür. Und bei den Worten, das einzigste und am optimalsten, war mir auch direkt klar, Kassenpatient. Ich schlug schon in Gedanken beide Hände über den Kopf. Hätte ich aber gewusst, was danach noch kommt, hätte ich die Füße auch noch mit drüber geschlagen. Der nächste Patient also, eine Frau. Auch das noch. Doch nicht nur das noch, auch noch was anderes noch. Ihr folgte nämlich ein Gör mit einer Außenzahnspange. Und dann ging plötzlich alles furchtbar schnell. Ich stürmte zum Mädchen, packte es bei der Spange und schleuderte ihren Kopf hin und her. Es knirschte und knarschte, es quietschte und quatschte. Ich biegte und schiebte, riss und biss. Das Mädchen schrie, die Mutter schrie. Ich machte keine Rast. Immer brachialer wurden meine Gesten. In meinen Augen nur noch das Weiß. Die Zähne spitz, der Mund eine Fratze. Ich war gerade fertig, da sprang mir die Mutter hinten drauf und riss mich zu Boden. Hysterisch schrie sie irgendwas, was gestresste Frauen halt so schreien. Sie gab mir eine Ohrfeige. Dann klärte ich sie auf. Der Herr Kollege Kieferchirurg hat die Schraube der Spange zu festgezogen. Ein enormer Druck lastete auf dem Kiefer des unschuldigen Mädchens. Ihr Gesicht drohte zu zersplittern. Lebensgefahr pur. Ich musste sofort handeln. Die Frau verstand und machte das, was erleichterte Frauen halt so machen. Sie weinte. Und auch das Mädchen machte das, was 12-jährige Mädchen halt so machen. Ein Duckface. Da kann man sich ausmalen, wie froh ich war, als endlich Feierabend war. Ui, 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 ui.